Es waren einmal drei Mönche in China. Es werden keine Namen genannt, weil sie ihre Namen nie jemandem mitgeteilt haben. Sie haben nie etwas beantwortet. Sie haben nie etwas gelehrt. In China sind sie einfach als die drei lachenden Mönche bekannt. Und sie taten nur eines. Sie kamen in ein Dorf, stellten sich auf den Marktplatz und begannen zu lachen. Sie lachten aus vollem Herzen und die Leute wurden aufmerksamer. Ihr Lachen war so rein, so voll und wundervoll, dass die Menschen einfach davon angesteckt wurden und eine Menschenmenge versammelte sich. Die ganze Menge fing an zu lachen, nur wegen ihnen. Die ganze Stadt wurde davon erfasst. Dann würden sie in eine andere Stadt ziehen. Sie wurden sehr geliebt. Das war ihre einzige Predigt, ihre einzige Botschaft, dieses Lachen. Sie lehrten nicht, sie schufen einfach eine Situation. Dann geschah es, dass sie im ganzen Land berühmt wurden, drei lachende Mönche. Ganz China liebte sie, respektierte sie. Niemand hatte je so etwas gepredigt, dass das Leben nur ein Lachen sein muss und sonst nichts. Sie lachten nicht über jemand Bestimmten. Sie lachten einfach, als ob sie den kosmischen Witz verstanden hätten. Und sie verbreiteten so viel Freude in ganz China, ohne ein einziges Wort zu sagen. Die Menschen fragten sie nach ihrem Namen, aber sie lachten einfach nur. So wurde das ihr Name, die drei lachenden Mönche. Dann wurden sie alt. Und während sie in einem Dorf weilten, starb einer der drei Mönche. Das ganze Dorf wurde sehr erwartungsvoll, weil sie dachten, dass wenn einer von ihnen gestorben war, die anderen beiden sicher weinen würden. Das war sicher sehenswert, denn noch nie hatte jemand diese Mönche weinen sehen. Das ganze Dorf versammelte sich. Aber die beiden Mönche standen neben dem Leichnam des Dritten und lachten. Sie lachten aus vollstem Herzen. Die Dorfbewohner baten sie, dies zu erklären. Da sprachen die beiden Mönche zum ersten Mal und sagten, »Wir lachen, weil dieser Mann gewonnen hat. Wir haben uns immer gefragt, wer zuerst sterben würde, und dieser Mann hat uns besiegt. Wir lachen über unsere Niederlage und seinen Sieg. Auch er hat viele Jahre mit uns gelebt und wir haben zusammen gelacht und das Beisammensein und die Gegenwart des anderen genossen. Es gibt keine bessere Art und Weise, ihm den letzten Abschied zu geben. Wir können nur lachen. Aber das ganze Dorf war traurig. Es war Tradition in China, einen Leichnam zu waschen und seine Kleidung zu wechseln, bevor er verbrannt wurde. Er hatte seine Gefährten aber gebeten, seine Kleidung nicht zu wechseln. Der dritte Mönch hatte gesagt, »Gebt mir kein Bad, denn ich bin nie unrein gewesen. Ich habe in meinem Leben so viel gelacht, dass ich keine Unreinheit ansammeln kann, zu mir kommen kann. Ich habe keinen Staub angesammelt. Das Lachen ist immer jung und frisch. Also bade mich nicht und wechsle meine Kleider nicht.« Um seinen Wunsch zu respektieren, wechselten sie seine Kleidung nicht. Und als der Leichnam verbrannt wurde, bemerkten sie plötzlich, dass er unter seinen Kleidern chinesische Feuerwerkskörper versteckt hatte, die nun losgingen. Da lachte das ganze Dorf und die beiden anderen Mönche sagten, »Du Schurke, du bist tot, aber du hast uns wieder mal besiegt. Dein Lachen ist das Letzte.« Es gibt ein kosmisches Lachen, das entsteht, wenn der ganze Witz dieses Kosmos verstanden wird. Das ist das Höchste. Und nur ein Buddha kann so lachen. Diese drei Mönche müssen drei Buddhas gewesen sein. Lacht nicht auf Kosten anderer. Wenn ihr lachen wollt, dann lacht über euch selbst. Nur ein Ausdruck von Freude. Sadhguru sagt, die Menschen sagen schon seit sehr langer Zeit, dass Lachen die beste Medizin ist. Irgendwo hat jemand verstanden, dass freudige Menschen sich auf natürliche Weise selbst heilen. Ob du gesund oder krank bist, ist einfach eine Frage der Funktionsfähigkeit deines Körpers. Wenn er gut funktioniert, nennen wir es Gesundheit. Ist das nicht der Fall,
nennen wir es krank. Wenn du fröhlich bist, funktioniert dein physischer Körper am besten. Dann ist es ganz natürlich, dass er gesund ist. Es ist nicht das Lachen, das dich heilt. Es ist die Freude, die dich heilt. Aber Lachen ist so sehr mit Freude verbunden. Freude ist nicht etwas, das man tun muss. Wenn du den grundlegenden Prozess des Lebens in dir nicht störst, ist Freude ein natürliches Ergebnis. Freude ist keine Errungenschaft. Freude ist ein ursprünglicher Zustand. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Like und abonniert unseren Kanal. Gerne drückt auch auf den Thanks-Button. Alles Gute! Thema Transformation Challenge, der ultimative Leitfaden zum Wohlbefinden. Verwandle dein Leben. Melde dich jetzt an und absolviere 7 Sessions. Transformiere dein Leben. Thank you.